Herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich will mir heute mal anschauen, was sich in der neuen iOS-Version so tut. iOS 15 haben sich ja viele Kollegen schon in der Beta-Version vorgestellt. Ich schaue mir jetzt die finale Variante an. Wir fangen erstmal beim Safari an, bevor wir zu iOS kommen. Ich befinde mich hier auf dem iMac und habe heute Morgen ein neues Safari-System-Update eingespielt. Und der Safari-Browser, der sieht jetzt völlig anders aus wie vorher. Ihr seht das selber mit diesen Abständen hier. Hier links sehen wir angepinnte Tabs, in der Mitte sehen wir geöffnete Tabs und mit dem Befehl Command und T können wir uns einen neuen Tab erstellen. Ein neuer Tab sieht so aus und ihr seht, wie klar das jetzt hier voneinander abgegrenzt ist. Komplettes neues Design und interessant ist auch, dass wir uns hier eine kompakte Ansicht auch einstellen können. Ich zeige euch das mal. Unter Safari, Einstellungen, Tabs können wir hier zum kompakten Tab-Layout übergehen. Und jetzt seht ihr schon, was passiert. Wenn wir jetzt einen neuen Tab öffnen, dann können wir hier unseren Suchbegriff eingeben. Das ist die kompakte Ansicht. Also die ist wesentlich kompakter in der Tat. Mir gefällt das sehr gut. Ich lasse das jetzt mal so und versuche mich daran zu gewöhnen. Das eigentliche Update für macOS kommt irgendwann im Oktober. Wir befassen uns jetzt eben mit der neuen iOS-Version für mobile Devices und da starten wir zunächst auf der Apple-Webseite. Bleib in Verbindung und bleib fokussiert. iOS 15 ist vollgepackt mit neuen Features, die dir helfen, mit anderen in Verbindung zu bleiben, fokussierter zu sein oder die Welt zu entdecken. Und mit leistungsstarker On-Device-Intelligenz kannst du mehr mit dem iPhone machen als je zuvor. Erlebe alles Neue, auch das, was euch verbindet. In Verbindung zu bleiben ist wichtiger denn je. Mit SharePlay kannst du zusammen mit anderen etwas ansehen, etwas anhören und deinen Bildschirm direkt in FaceTime teilen. FaceTime-Anrufe hören und fühlen sich viel natürlicher an und Nachrichten machen es noch einfacher, die spannenden Inhalte zu finden, die andere mit dir teilen. Ausgerechnet die neue SharePlay-Funktion wird nachgeliefert, die funktioniert noch nicht und ihr seht hier, was das bedeutet. Man kann zusammen mit seinen Freunden Filme ansehen, zum Beispiel von Apple TV. Man kann aber auch zusammen Musik hören, den Bildschirm spiegeln, den eigenen und lauter so Sachen. Das wird aber wie gesagt erst nachgeliefert, das ist nicht von Anfang an dabei. Das heißt, das dauert noch, bis die Funktion freigeschalten wird. Dann gibt es einen neuen 3D-Audio-Modus. Einzelne Stimmen klingen, als würden sie aus der Richtung der sprechenden Person kommen, je nachdem, wo sie auf dem Bildschirm ist. So werden Unterhaltungen noch natürlicher. Außerdem gibt es eine neue Rasteransicht in FaceTime, die alle Personen eines FaceTime-Anrufes in der gleichen Größe anzeigt, so dass man sich auch mit einer großen Gruppe besser unterhalten kann. Es gibt einen Porträtmodus, einen Mikrofonmodus, das ist besonders interessant, denn da gibt es eine neue Stimmisolation, die minimiert Hintergrundgeräusche und bringt deine Stimme in den Vordergrund. Wenn die Musik oder Geräusche in deiner Umgebung genauso wichtig sind wie das, was du sagst, lässt breites Spektrum die Umgebungsgeräusche ungefiltert. Dann gibt es jetzt FaceTime Links. Man kann also FaceTime-Anrufe planen und diese per Link teilen und dadurch natürlich auch andere Benutzer einladen. Im Bereich Nachrichten und Memojis hat sich einiges getan, denn wir können da jetzt eben Links, Bilder, Nachrichten und andere Inhalte teilen. Mit dir geteilt funktioniert auch in Apps. Das heißt, die Funktion ist integriert in Fotos, Safari, Apple Music, Podcasts und in die Apple TV App. Dann gibt es natürlich unvermeidlich neue Memojis. Da kann man sich jetzt Outfits für die Memojis aussuchen und so weiter. Mehr Look and Style, eigene Frisuren und so weiter. Dann gibt es jetzt Fotosammlungen, die in Nachrichten in Form einer Collage oder als Stapel angezeigt werden. Also wir können da mehrere Fotos auf einmal verschicken. Ihr merkt schon, das sind lauter Kleinigkeiten, die verbessert wurden und jetzt kommen wir zu einem sehr interessanten neuen Feature. Das bisherige Nicht-Stören-Feature wurde nämlich umbenannt. Das Ganze heißt jetzt Bleib fokussiert. Mit vielen leistungsstarken neuen Tools kannst du deine Zeit und Aufmerksamkeit besser priorisieren. So findest du die perfekte Balance und kannst dich ohne Ablenkungen auf das konzentrieren, was du gerade machst.
Und da ich diese Funktion gerne verstehen würde, lese ich mir das jetzt tatsächlich auch mal komplett durch. Pass deine Geräte an das an, was du vorhast. Fokus hilft dir, dich nicht ablenken zu lassen, wenn du dich konzentrieren musst oder etwas Abstand brauchst. Du kannst einen Fokus aus einer Liste auswählen oder deinen eigenen erstellen und nur die Mitteilungen zulassen, die du möchtest. So erledigst du Aufgaben ohne Ablenkung oder kannst in Ruhe etwas essen. Wir sehen das hier schon mal als Beispiel. Man kann auch innerhalb der Chat-App den eigenen Status jetzt zeigen und das möchte ich mir jetzt tatsächlich auch mal anschauen mit diesem neuen Fokus. Wenn wir jetzt unser Control Center öffnen, indem wir von oben rechts in die Bildschirmmitte ziehen, dann finden wir hier einen neuen Bereich vor namens Fokus. Den können wir ein- und ausschalten, indem wir einfach auf das Symbol klicken. Wenn wir auf die Beschriftung klicken, das heißt auf Fokus, dann bekommen wir hier die Übersicht von verschiedenen Fokusmöglichkeiten, die es gibt, nämlich eben hier die Nicht-Stören-Ansicht. Die kann man hier auch einstellen, was das genau bedeutet, wie lange die hält, zum Beispiel die Einstellung bzw. der Fokus nicht stören, 1 Stunde bis heute Abend, je nachdem. Und dann kann man das hier auch noch genauer einstellen. Automatische Aktivierung. Man kann Apps hinzufügen, die erlaubt sind oder nicht. Man kann Personen hinzufügen, die erlaubt sind oder nicht. Und vieles mehr. Man kann sogar Zeitpläne oder ganze Automatismen erstellen. Dann gibt es hier auch die voreingestellte Schlafen-Funktion zum Beispiel oder die Funktion Zeit für mich. Hier bekommen wir einen Hilfetext eingeblendet. Nichts verpassen. Erlaube Mitteilungen von wichtigen Personen und Apps und schalte alles andere auf allen Geräten stumm. Abwesenheitsstatus teilen. Das ist der Zeit für mich Fokus und hier kann man eben jetzt auch Anrufe von bestimmten Personen zulassen. Das gleiche gilt dann natürlich für Nachrichten und vieles mehr. Ja, generell kann man sich das Ganze hier einfach konfigurieren, wie man möchte. Es gibt noch einen Arbeiten-Fokus und es gibt noch weitere Fokusse. Wir können natürlich auch einen eigenen festlegen von Grund auf. Dann gibt es Achtsamkeit, Fahren, Fitness, Lesen, Spielen. Das Nicht-Stören-System funktioniert weiterhin, so wie ihr das bisher gewohnt seid, aber da hat sich eben einiges verändert. Mitteilungen haben einen neuen Look mit Fotos von deinen Kontakten und größeren App-Symbolen, die so leichter zu erkennen sind. Außerdem gibt es jetzt Zusammenfassungen von Mitteilungen. Sieh dir schnell die täglichen Mitteilungen in einer übersichtlichen Sammlung an, basierend auf einem von dir eingerichteten Zeitplan. Die Zusammenfassung ist intelligent nach Priorität geordnet und zeigt dir die wichtigsten Mitteilungen ganz oben an. Außerdem werden die Mitteilungen jetzt nicht mehr gelöscht, indem man sie lang andrückt, sozusagen über das X, sondern man muss die Mitteilung jetzt nach links wischen und dann auf Entfernen klicken. Etwas zu entdecken sah noch nie besser aus. Karten liefert fantastische neue Details, die mehr können, als dich nur von A nach B bringen. Safari hat sogar noch mehr Möglichkeiten, um das Internet zu erkunden und Wallet gibt dir einen sicheren Ort, an dem du deine persönlichsten Daten speichern kannst. Apple spricht hier davon, dass es eine neue Art gibt, Städte zu entdecken. Sieh dir Städte mit noch nie dagewesenen Details für Straßen, Gegenden, Bäume, Gebäude und mehr an. Besuche großartige Sehenswürdigkeiten in 3D wie die Golden Gate Bridge bei Tag und im Nachtmodus in Karten. Neue Features für Fahrer, viel mehr Straßendetails wie Abbiegespuren, Fußgängerüberwege und Radwege. Außerdem kannst du dich komplexen Kreuzungen auf Straßenebene nähern und eine neue spezielle Verkehrskarte nutzen, die dir hilft, aktuelle Vorfälle und Verkehrsbedingungen auf einen Blick zu sehen. Die öffentliche Nahverkehrsintegration zeigt dir Haltestellen in der Nähe und die Fahrzeiten an. Deine Lieblingsrouten kannst du oben festpinnen und wenn du in die Nähe deiner Haltestelle kommst, teilt dir Karten mit, dass es bald Zeit zum Aussteigen ist. Auf dem Smartphone sieht das so aus. Neue Funktionen in Karten, interaktiver Globus, aktualisierter Kartenstil, verbesserte Suche. Wir können jetzt hergehen und zum Beispiel hier in die nächstgrößere Stadt scrollen. So, dann scrollen wir da mal hin. Und ich bilde mir tatsächlich auch ein, dass hier inzwischen mehr Sachen angezeigt werden, mehr Geschäfte angezeigt werden. Wir können einzelne Geschäfte anklicken. Das ist zwar noch lange nicht mit Google wirklich konkurrenzfähig, weil hier eben nur TripAdvisor News oder Inhalte besser gesagt eingeblendet
werden. Karte auswählen, fahren, Satellit, öffentlicher Nahverkehr. Das ist vielleicht auch interessant. Ich wähle das mal aus. Ich möchte mir das mal anschauen. Und hier können wir jetzt beispielsweise den Bahnhof anklicken. Und wir bekommen hier tatsächlich Verbindungen nach Zürich angezeigt. Oder wenn wir entsprechend andere Unternehmen anklicken, bekommen wir auch andere Fahrzeuge angezeigt von der Deutschen Bahn Richtung Schaffhausen, Stuttgart. DB Regio. Hier werden auch RE-Züge angezeigt. Und Interregio Express gibt es auch noch. Also da fehlt noch einiges. Hier gibt es noch einen lokalen Verkehrsunternehmer, der wird hier komplett ignoriert. Das macht aber nichts. Es ist interessant, wie sich die App weiterentwickelt. Aber ob die wirklich konkurrenzfähig ist zu Google Maps, ist natürlich eine andere Frage. Also das wird sicherlich. Man sieht das hier und Apple hat auch genug Geld, das weiter hier zu pushen. Aber ich benutze nach wie vor, glaube ich, eher Google Maps. Wie geht's euch? Hinterlasst mir gerne mal einen Kommentar. Und noch mehr neue Features. Zum Beispiel ist die Tab-Leiste im Safari am iPhone jetzt plötzlich unten. Das finde ich extrem cool. Ernsthaft, das ist fantastisch. Wir können jetzt auf der Adressleiste nach links oder rechts wischen, um zwischen Tabs zu wechseln. Wir können Tab-Gruppen anlegen. Wir können für Safari Erweiterungen jetzt auch auf dem iPhone installieren. Wir können das Web mit unserer Stimme durchsuchen. Weiß nicht, ob ihr die Funktion kennt. Beim iPhone kann man relativ komfortabel auch WhatsApp-Nachrichten oder sonstige Nachrichten per Diktierfunktion aufnehmen und dann verschicken. Das ist extrem praktisch und das geht jetzt anscheinend auch im Web. Weiß nicht, ob das auch vom Desktop-Browser unterstützt wird. Hier soll man den Suchbegriff eingeben. Ein Mikrofon sehe ich weit und breit nirgends, aber ich habe ein Mikrofon auf der F5-Taste. Katzenbilder. Hier einige Bilder zu Katzen, die ich im Internet gefunden habe. Also wir können zwar nicht direkt dem Safari hier auf dem Desktop etwas diktieren, aber wir können natürlich Siri benutzen. Interessant finde ich, dass die Bilder von Siri von Bing kommen und nicht von Google. Aber das ist ein anderes Thema. In der Praxis auf dem iPhone sieht das so aus, dass das, wenn man nach oben scrollt, das Tab-Feld bzw. das URL-Feld, dass das dann einfach auftaucht und da können wir dann reinklicken und können direkt etwas suchen. Das ist gut gemacht. Ich benutze seit eh und je unter Windows eine Tab-Leiste, die unten ist. Ich finde das super, zumal ja meine Windows-Startleiste auch links ist, genau wie am Mac-PC, das habt ihr vielleicht schon gesehen. Und das ist eine gute Sache. Ich begrüße das sehr. Allerdings ist das schade, dass das weder auf dem iPad so eingestellt werden kann, noch auf dem Mac-Computer. Bisher gibt es das nur sozusagen testweise auf dem iPhone, denke ich mal. Interessant, man muss sich vielleicht ein bisschen umstellen. Ich finde das aber ganz gut, weil das Handy dadurch mit dem Daumen vielleicht auch leichter bedient werden kann. Mehr neue Funktionen wie zum Beispiel die Wallet, der Schlüssel zu all deinen Schlüsseln. Das iPhone kann jetzt auch das Zuhause, die Garage, das Hotelzimmer und die Tür zur Arbeit aufsperren. On-Device-Intelligenz gemacht, um zu helfen. Das ist schon wieder das nächste Thema. Mit der Wallet habe ich mich auch noch nicht so ganz intensiv befasst. Vielleicht machen wir das bei irgendeiner Gelegenheit nochmal. Mich interessiert wirklich, was man damit alles anstellen kann. Und dann gibt es noch mehr neue Funktionen, zum Beispiel die On-Device-Intelligenz gemacht, um zu helfen. Wir können jetzt auch aus Fotos Live-Text auslesen. Außerdem gibt es eine neue Übersetzungsfunktion. Zumindest auf dem iPad. Ich vermute, dass es die aber auch auf dem iPhone gibt. Es gibt jetzt umfangreichere Ergebnisse von Spotlight, mehr Informationen, mehr Suchergebnisse, mehr Fernsehsendungen, Filme und sogar mehr Informationen zu den eigenen Kontakten. Fotos können jetzt in Spotlight durchsucht werden und mit Live-Text sogar noch Texten in der Fotosammlung gesucht werden. Das ist schon ziemlich beeindruckend. Außerdem gibt es jetzt interaktive Rückblicke in einem neuen Look. Das Ganze innerhalb der Fotos-Apps. Außerdem gibt es Apple Music-Rückblicke. Es gibt neue Health-Funktionen.
Man kann hier jetzt Daten teilen, einen Messwert, um das Sturzrisiko einzuschätzen, angeben, eine Trendanalyse, die hilft, Veränderungen der Gesundheit zu verstehen. Also insgesamt wurde das Ganze halt verbessert. Besonders gut funktioniert das Ganze natürlich in Kombination mit einer Apple Watch und da habe ich keine, deswegen interessiert mich das auch nur bedingt. Und im Bereich Datenschutz hat sich auch einiges getan. Es gibt jetzt einen Datenschutzbericht für Apps. Es gibt einen E-Mail-Datenschutz, mit dem man seine E-Mails noch entspannter checken kann. Das funktioniert so, dass die Inhalte von einer E-Mail verzögert eingeblendet werden, sodass über das Leseverhalten weniger Informationen gewonnen werden kann. Interessant wird ganz gut erklärt, wenn man nach dem Update die E-Mail-App aufruft. Anscheinend gibt es auch im Bereich Siri Verbesserungen. Es gibt eine neue iCloud Plus-Funktion, beziehungsweise sogar mehrere. So eine Art VPN ist da jetzt, glaube ich, mit an Bord. Noch mehr Privatsphäre beim Surfen. Und noch vieles mehr. Bedienungshilfen. Das Wetter wurde wohl deutlich verbessert, die Wetter-App. Die Notizen-App wurde verbessert. Es gibt jetzt eine Übersetzen-Funktion. Es gibt neue Widgets, zum Beispiel für die Wo-Ist-Funktion, für das Game Center, den App Store, Schlaf, Mail und Kontakte. Und das waren nur die wichtigsten Neuerungen zum neuen iOS 15. Und eigentlich wollte ich euch an der Stelle auch noch das neue iPadOS 15 vorstellen. Das sprengt aber gerade den Rahmen des Videos, deswegen verschieben wir das auf ein anderes Mal. Und ich bedanke mich an der Stelle erstmal fürs Zuschauen. Hinterlasst mir gerne einen konstruktiven Kommentar, Abo oder Like, wenn euch das Video gefallen hat. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal in einem anderen Video wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, vielen Dank fürs Zuschauen und ciao.